Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Oxygen Not Included. Wir haben einige Dinge zu tun hier. Hatten wir jetzt ein Abspeichern? Wahrscheinlich ist das jetzt was anderes geworden. Ja, der ist jetzt ein Pilz geworden. Ne Pilzpaket, verfügbar 10, ne Samen von Lämmerkappen. Die nehmen wir jetzt erstmal, weil die schaden uns ja nicht. Und ich würde sagen, wir schauen ins Logo, gehen dann auf den Großbildschirm und schauen, was wir noch machen müssen. So, das hat der Modrak hier gesagt, diese Algenterrarium, die sollten wir zerlegen. Die sind nur für den Notfall in entfernten Regionen da. Dann zerlegen wir die doch mal. Das hilft uns halt nicht weiter mit dem verschmutzten Wasser, meinte er. Was haben wir hier? Ton beim Luftfilter. Dann hat der Modrak hier ein Wasserbecken gebaut. Vielleicht sollten wir das dann machen, weil er meint, das hier ist nicht so praktikabel. Sind wir hier schon auf. Er hat es hier auf jeden Fall auch viel größer gemacht. Auf 250, weil die Dübs so viel tragen können. Lass uns da ruhig so viel Wasser reinmachen. Das kommt ja jetzt hier. Was er dann noch in dem Video gemacht hatte, war, dass hier diese Leitung natürlich mit Wasser. Okay, das hat 9 Grad, 10 Grad, wenn es hier fließt. Dann geht's. Jetzt fließt es natürlich auch gerade, weil wir gerade entnehmen, ne? Unten, dann geht's. Okay, das ist natürlich schlecht dann auch. Ja, da sollte man überlegen, ob die Isolierung hier weiter dran sein müsste, ne? Auf der anderen Seite kaltes Wasser, also gutes Wasser, oder wie war das? Wie Temperatur hat das denn hier? 14,7 Grad. Okay, es wird auf jeden Fall mehr und die können jetzt hier auch mehr annehmen. Das hatten wir gut. Dann würde ich sagen, bauen wir hier mal eine gerade eine Wand rein. Das hatte der Mordrak hier ja gemacht. Ich glaube, hier irgendwo hat er die Wand gezogen. Dann hat der da oben, warte, Sanitär, Sanitär. So, die Pumpe kann man da natürlich jetzt nicht so reinbauen. Da muss man erst was für wegreißen, ne? Ja. Hier muss noch ein weiteres Element rein. Hier hat er zerlegen gemacht und da hat er auch zerlegen gemacht. Damit hier die Pumpe reinkommt. Dann hat er, warte mal, ganz nach oben gehen wir zum Wasser nochmal, weil das will ich machen, weil das er gesagt hat, dass ich hier, das ist nicht gut, dass das hier entleert wird, weil hier kommt kaum Keime ins Wasser wohl. Sind so ein paar schon leider drin, das ist nicht gut. Okay, das haben wir gestoppt. Was hatten wir dann noch? Das mit der Fließgeschwindigkeit hatten wir, die Terrarien haben wir, der Algenterrarien haben wir. Hier sind wir schon ein Stück zu tief. So, jetzt hier wird schon die Wand gebaut. Okay, da ist auch schon weg. Das heißt, wir können da schon die Pumpe reinsetzen. Die muss dahin, hat er geschrieben. Oder machen wir dahin. Und dann war das mit dem Wasser auch noch trennen. Da müssen wir in Sanitär wieder rein, Leitung. Und dann müssten wir hier was auftrennen. Das war hier mit dieser Schere, oder? Ging das mit der Schere? Ah, ich weiß es nicht mehr. Nee, das mit der Schere geht nicht. Wie hat er das gemacht? Gute Frage, ne? Ah, doch, geht doch mit der Schere, nur man muss die Schere richtig benutzen, ne? So, dann läuft das Wasser da rein, hat er gemacht. Dann hat er gesagt, hier ist okay, hier hinten muss es auch noch irgendwo aufgetrennt werden. Hier, das macht auch keinen Sinn, weil das kommt jetzt von hier. Und dann hat er hier einen Ausguss gebaut, der dann hier reingeht. Und tatsächlich ist die Pumpe schon da. Das bedeutet, ach nee, Sanitär war schon noch angesagt. Auslauf, der kann man hier oben dann hinsetzen, aber er hat ihn anders, ne, hier rüber hat er ihn hingesetzt. Und dann hat er noch hier ein Sicherheitsziegel hingemacht, falls hier was runtertropft, dass das da nicht reinkommt. So, was haben wir noch? Achso, die Leitung müssen wir noch setzen. Die Leitung müssen wir setzen. Hier, dieses letzte Stück muss da noch hin. So, dann kommt hier Wasser rein und dann können Sie hier die Pumpe haben. Dann kann das hier abgebaut werden später. So. Hier ist jetzt Wasser drin. Hier sind auch die Puffs kleiner. Oh, hier ist ein neuer Puff drin schon. Dann würde das ja bedeuten, dass wir den hier mal in die ewigen Jagdgründe schicken dann, ne? Obwohl, er ist jetzt nicht hier eingeengt, ne?
Dann lassen wir das mal noch so. Warum kommt hier so ein Schwall Wasser jetzt mit rein? Na, soll egal sein erstmal, oder? Das bauen wir ja sowieso ab, sobald hier unten Wasser ist. Hier. So, haben wir die zweite. Hier ist natürlich auch doof, weil es jetzt hier offen ist mit dem Wasserstoff, ne? Das hat ja gut geklappt hier, oder? Wieso ist das jetzt hier offen? Den Wasserstoff drück mal bitte hoch, ey. Mach das nochmal abbrechen. Mach das dahin. Den nochmal abbrechen, den da Ziegel setzen. Mach den mal gerade auf 9, dass den einer schneller macht. So, hier ist sauerstoffmäßig was produziert. Hier, ja, warte mal. Hier war ich jetzt letztes Mal noch immer noch am Überlegen. Das hier sind unsere richtigen Etagen. Lass uns nochmal das mit den Ziegeln gucken. Der war ja noch richtig, ne? Es sind immer vier dazwischen. Das würde bedeuten, diese Etage ist auch noch richtig. Diese ist jetzt verkehrt. Das wäre dann eigentlich die richtige Etage hier, ne, oder? Ja. Ist hier noch Kohle? Ne, ne? Aber das, wir müssen ja unbedingt, glaube ich, aufwischen, sonst können wir es irgendwann nicht mehr aufwischen, ne? So, die Wärmebarriere ist eigentlich hier, aber hier haben wir sie noch gar nicht gebaut. Das wäre vielleicht sinnig, das schon mal nochmal voranzutreiben, glaube ich. Damit das wirklich abgeschottet ist nachher. Okay, jetzt wird da tatsächlich schon gebaut. Schnell austauschen, das ist hier verkehrt. Nochmal schnell die Ziegel da hinten, weil hier hätte ich dann doch gerne diese Ziegel gehabt. Hier ist Wasser drin. Eine Tonne Wasser auf der. Ja, das ist reichlich Wasser dann. Was macht denn das andere? Ah, das Wasser kommt schon an. Und die Pumpe funktioniert dann auch. Das heißt, das sieht erstmal alles gut aus, ne, oder? Kann das sein, dass sie ja doch, die kommen da vorbei, das schaffen sie. Dann bleibt das auch so. Wasser kommt hier rein, das ist gut. Funktioniert, die können hier Wasser entnehmen, das heißt, diese kann jetzt abgerissen werden. Und das hier können wir dann auch einstellen, ne? Warte mal, die Pumpe reißen wir noch nicht ab. Zerlegen, abbrechen, weil wir machen jetzt die Schere mal gerade von da nach da. Jetzt kommt da kein Wasser mehr raus. Jetzt können wir das zerlegen, alles hier. Weil ich glaube, das brauchen wir dann nicht mehr. Der war da auch noch zu zerlegen, ne? Das kann alles weg. Wie weit können wir hier aufwischen? Diese Wasserblase kann man bestimmt aufwischen. Und das aber nicht, ne? Oh, doch, kann man sogar auch aufwischen. Dann wisch das mal auf. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann können wir die auch zerlegen. Die. Ach so, das war hier fürs Dingens geplant, ne? Für den Pufflet. Ah. Na, das hat ja sehr gut geklappt, ne? Kannst du zerlegen. Jetzt funktioniert das mit ihm hier ja nicht mehr. Okay, da kommt jetzt noch Wasser rein. Und dann machen wir das so. Okay, dann bleibt das so. Warum ist das hier so geregelt? Weiß ich nicht. Wir machen da jetzt erstmal einen Ziegel wieder hin. Keine Ahnung, warum das hier so ist. Und die Rutschestange macht jetzt hier auch keinen Sinn so wirklich. Zerlege die dann mal. Keine Ahnung, ob ich hier einen Schacht runterbauen wollte, mal irgendwann, könnte sein.
So, mit dem Öl, da haben wir schon mal einiges geschafft jetzt. Hier oben ist zum Glück der Dingens hingekommen. Dann lass uns da auch noch einen neuen Ziegelrader setzen. Beziehungsweise, komm, das können wir alles zumachen. Da geht nicht wegen der Pflanze, aber das machen wir alles wie immer zu. Und dann können wir jetzt hier, mach den mal dahin. Ich müsste den jetzt hier aufmachen, damit ich den zumachen kann. Na, das wird nichts, wir müssen das wohl von unten her machen. Hin können sie dann, naja. Unser Wasserreservoir funktioniert, die Leitung da oben fließt, das bedeutet, hier wird wunderbar oben gemacht. Ne? Ja, da oben haben wir auch nie. Komm, mach das mal besser hier. Einmal aufwischen und das sind, glaube ich, unsere. Das verschmutzte Wasser ist das hier. Da hat einer hingepillert. Das ist da reingekommen. Wahrscheinlich noch nicht mal das. Weiß ich aber jetzt auch nicht. Gut. Warte mal, hier ist jetzt organischer Schleim, der aber nicht kontaminiert ist, oder? Nee. Aus dem kann man ja Algen machen dann, oder? Wie war das? Goldamargan haben wir da sogar. Komm, lass mal hier abgraben. Und das können die ja dann auch alles hier meines Erachtens abbauen. Und wir können da Algen draus machen. Dafür haben wir ja so eine Algendistille. Temperaturoberlay. Hier ist da auch noch was nicht gemacht. Hier haben wir zwar schon eine Wand gezogen, aber irgendwie nicht passend, ne? Mach das mal so. Hier eine wunderbare Schleuse hin. Damit die Wärme da wegkommt. Wegbleibt. Hier müsste man das mal auch umbauen, ne? Ist ja das gleiche in grün. Forschung abgeschlossen. Hier Wohnung, Wasser, Festung, Actoncritter, Kondo. Haben wir sowas hier noch gebaut? Mal Forschung reingucken. Was hatten wir jetzt hier? Tiertränke. Brackwachs, Nachlese. Melkstation. Okay. Feststofffilter. Fütterung. Das ist vom Schienensystem. Das ist hier meiner Roboter. Auch sehr interessant. Das waren hier der Hammer. Das war jetzt nicht so, was ich brauche. Jetanzugmuster. Monumentbasis. Pixelpack. Signalzähler. Weltraumscanner. Lass uns mal den Signalzähler hier machen. So, Wasser kommt definitiv hier rein, das ist schon mal gut. Die Pumpe hatten wir abgebaut, er kann immer noch hier reinmachen. Das können wir noch zerlegen. Da ist noch ein Stück Rohr, das kann auch zerlegt werden. Wofür ist dieser luftdurchlässige Ziegel? Der kann auch zerlegt werden, der muss da auch nicht sein. Soweit sieht das doch erstmal gut aus, oder? Die Distille könnte mal mehr laufen, ne? Wie viel haben wir hier drin? Gelagert 0. Was wird hier gelagert? Schleim. Es wird schon abgebaut, okay. Läuft erstmal, oder? Hier unten, die sind glücklich und zufrieden und produzieren uns hier was. Hier ist ein Lagerbehälter, aber da kommt noch nichts rein. Was haben die gegessen noch? Kohlendioxid auf der Suche nach Nahrung.
Ja, das bedeutet ja, wenn die ja kein Kohlendioxid haben, ist das schlecht, ne? Was haben wir denn im Gastank hier drin, ne? So, das sehen wir hier am Filter, ne? Aber wie war das noch mit dem Ding? Ah, Kohlendioxid, das geht da rein. Warte mal, das müsste man hier mit einem Sensor dann regeln, ne? Nahrung. Tierwohnung. Wasserfestung. Airborne Critter Kondo. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Aber wir müssten jetzt hier lüftungstechnisch was hinkriegen. Wir brauchen einen Gassensor, der die Raumluft macht. Die Pumpe brauchen wir nicht. Wir brauchen die Gasleitung, die hier prinzipiell weitergeht. Und hier reingeht. Genau. Da brauchen wir jetzt noch ein Ventil. Ist das das? Ich glaube schon, ne? Das heißt, Gaseingang, Gasausgang, Ausgang. Das würde sein, er müsste so rein theoretisch sein. Machen wir mal so. Brech den mal nochmal ab. Dann geht der so hin und so hin. Hat das Ding auch einen Eingang für Automatisieren? Ich glaube, da liegt unser Problem, oder? Der hat keine Automatisierung. Dann ist das Ding nicht das Richtige, glaube ich. Lass uns das nochmal hier alles abbrechen. Lass uns nochmal forschen, was für einen Sensor wir brauchen. Thermosensor, Hydrosensor, Atmosensor. Sende ein grünes Signal, ein rotes Signal, wenn der Gasdruck im ausgewählten Bereich ist. Das heißt, der muss definitiv hier hin. Weil den brauchen wir, damit der Druck dann hier passt. Und wir hier nicht zu viel reinpumpen, meines Erachtens. So, das ist schon mal geklärt. Was kann der aber steuern, ne? Ja. Automatisches Gasventil, da haben wir doch das, was wir da brauchen. Also war das schon passend, ne? Jetzt lass uns gerade erst nach der Automatisierung gucken. Ja. Das passt dann so. Wieder Lüftung. Der kommt da rein. Der kommt dahin. Und der Gasabzug kommt da einfach hin. Dann müsste ich das eigentlich richtig gebaut haben, oder? Ja, will ich hoffen. Und dann müssen wir den noch einstellen für den. Ah, guck mal, der Auslass wird als erstes gebaut, ist klar, ne? Gut, ich hoffe, ich habe das so richtig gemacht. Wie sieht es denn aus? Nahrung 50.000, das ist schon mal eine gute Basis. Aber keine Algen mehr. Das ist eine schlechte Basis. Haben wir hier noch was mit Algen? Ja, hier sind noch Algen. Hier hat auch schon einer den abgebaut. Das würde bedeuten, wir können die auf jeden Fall weggraben. Dann kann da weitergegraben werden. Kriegen wir auch automatisch wieder ein bisschen Algen. Das ist auch gut. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier noch eine Leiter bauen, damit wir da hochkommen. Dann müssten wir dort einfach, glaube ich, einen Ziegel hinsetzen. Und wenn die Leiter da ist, kann der da abgebaut werden.
Glaub schon, ne? Müssen wir so machen. Können wir so machen. Bleichstein. Magmatit. Grab mal den Magmatit hier gerade weg. Dann können wir da auch einen Ziegel hinsetzen, glaube. Und glaube, da kommen wir mit einer Leiter nur weiter. Warte, da sehe ich auch schon einen, der dahin kann, ne? Der geht schon wieder nicht da. Egal, läuft erstmal so. Ja, mal schauen, wie es hier weitergeht. Gut, wir machen aber erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.